Guten Tag, meine lieben Mitmenschen, herzlich willkommen am Donnerstag, den 2. November. Das ist der Gedenktag aller Seelen. Da beten wir für alle unsere Verstorbenen, unsere Lieben natürlich, aber auch für die Unlieben bitte und besonders für die, an die niemand mehr denkt. Mit schweren Fragen geht der heilige Paulus einher, eingespannt zwischen diesen starken gegensätzlichen Kräften, die in ihm wirksam sind und ihn auf eine Zerreißprobe stellen. Wer wird mich aus diesem Unglücksleib erretten, fragt er einmal im 7. Kapitel, Sie erinnern sich. Gestern der letzte Satz, der Abschluss, das weist schon in einer wunderbaren, von himmlischer Logik begründeten Sequenz in eine Hoffnungsrichtung. Die Gott aber vorausbestimmt hat, die hat er auch berufen. Und die er berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Und dann fragt Paulus noch einmal, was sollen wir nun dazu sagen? Ja, und jetzt hören Sie mal, was er dazu zu sagen hat. Ist Gott für uns? Wer ist dann gegen uns? Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer kann die Auserwählten Gottes anklagen? Gott ist es, der gerecht macht. Wer kann sie verurteilen? Christus Jesus, der gestorben ist, mehr noch, der auferweckt worden ist, er sitzt zur Rechten Gottes und tritt für uns ein. Was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Not oder Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahr oder Schwert. Wie geschrieben steht, um deinetwillen sind wir den ganzen Tag dem Tod ausgesetzt. Wir werden behandelt wie Schafe, die man zum Schlachten bestimmt hat. Doch in all dem tragen wir einen glänzenden Sieg davon, durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Gewalten, weder Höhe oder Tiefe noch irgendeine andere Kreatur können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ja, was sollen wir dazu sagen? Und dann ergreift der Geist, der kein Sklavengeist der Furcht und Beklommenheit ist, sondern der Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit ergreift den Apostel und er kann diese unvergänglichen Worte sagen am Ende des 8. Kapitels des Römerbriefs, mit dem auch die 3 vorhergehenden Kapitel ans Ziel gebracht werden. Die Fragen, die er sich dann stellt, die sind von anderer Art als die vorher. Rhetorisch möchte ich sie nicht nennen, aber die Antwort hat ihm der Geist zugesprochen. Ist Gott für uns? Wer soll dann noch gegen uns sein? Und wer soll uns anklagen können, wenn Gott uns doch gerecht gesprochen hat? Und wer soll uns verurteilen können, wenn doch Christus, der Sieger über Sünde und Tod, für uns eintritt beim Vater alle Zeit? Und das führt dann auf die letzte große Frage hin, was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Und da wird doch einiges aufgefahren, was die Kraft hat und auch den Willen hat, die Absicht hat, uns zu scheiden, denn unter diesen Mächten der sichtbaren und der unsichtbaren Welt sind solche, deren Macht viel größer ist als unsere und in denen Bosheit lebendig ist. Und doch kann Paulus am Ende sagen, gar nichts, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die da ist in Christus Jesus, unserem Herrn. So segne und behüte Gott Sie alle.